Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem aktuellsten YouTube-Video, wo es um diese Türe geht. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Viel Spaß beim Video, schaut genau zu, damit ihr das nächstes Mal selber machen könnt. Und den ersten Anstrich, also die Grundierung mit der Farbe und so, bekommen nur diese Teile, die arbeiten. Also hier, das kann ein wenig rutschen. Eigentlich müsste ich beim Türblatt, fällt mir gerade ein, das was rundherum ist, auch anstreichen. Ja, eigentlich muss ich beim Blatt das auch. Naja, also überall, wo das Holz dann in Bewegung ist. Wenn das jetzt zusammentrocknet, sieht man unten vom Türblatt dann die Fichte durch. Und das ist nicht gut, aber an das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Oder habe ich schon daran gedacht und habe es verdrängt. Auf jeden Fall egal, jetzt wird da mal gestrichen. Wenn ich da jetzt anfange zum Nachdenken, vergeht mir gleich der Wille, weil das noch so viel Arbeit ist. Daher einfach streichen, ohne das Hirn einzuschalten. Beim Türblatt, das kann ich aber jetzt noch nicht streichen, weil ich ja bei dem einen Fries noch etwas ausflicken muss. Habe ich euch ja gesagt, irgendwann muss ich die Woche was abrichten und da werde ich das dann mitmachen. Eigentlich diese Teile sind gar nicht so wichtig, dass die gar nicht so viel arbeiten, aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, wenn ich sie einmal voranstreiche, zweimal. Nein, muss ich. Wenn die zusammentrocknen, dieser Teil hier, der kann zusammentrocknen und dann würde man was sehen. Doch nicht unnötig, aber wie gesagt, die Frieser muss ich auch. Und wenn jetzt das Teil schon eine Weile gelegen ist und einziehen konnte, dann wird es mit einem Baumwolltuch abgewischt. Sonst wird der Rest der Farbe, der überschüssig ist, quasi fängt zum Kleben an und dann schaut man blöd, wenn das klebt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie man dann schaut, aber auf jeden Fall eigenartig. Bei der Farbe tut man das nicht mehr. Farbanstrich muss man zart aufstreichen, also nicht so viel Farbe. So, das lege ich mir zum Trocknen in die Ofennähe. Ah, wir sagen Danke. Wir sagen prinzipiell auch mitten im Video jetzt Danke immer. Man muss sich viel mehr bedanken. Und das mache ich jetzt mit allen nach dem Abwisch. Also wenn dieses Tuch schon, also wenn es nichts mehr aufnehmen kann, weil es schon so stark getränkt ist in Leinöl, dann hänge ich das draußen auf. Auf keinen Fall so irgendwo hinlegen, das kann sich selbst entzünden. Ich weiß, das sage ich jedes Mal und das sagen auch alle anderen, die in YouTube streichen. Aber man kann es nicht oft genug sagen. Eigentlich ist man gezwungen, dass man es immer sagt, weil wenn man es nicht sagt, schreibt irgendjemand gleich hin, dass das so ist. Ja, aber es gibt einige, die wissen es wirklich nicht, wenn neue Zuschauer sind. Nein, man muss das jedes Mal sagen. Aber da müsste ich jedes Mal sagen, bei der Kreissäge muss man auch aufpassen, wenn man aufs Blatt greift, schneidet man sich ein. Das ist irgendwie... Warum streiche ich es mit Leinöl? Ganz klar, ich habe vorne beim Haus Kastenstockfenster. Ich habe mich damals nicht so extrem beschäftigt mit diesen ganzen älteren Anstrichen und älteren Arbeiten. Ich habe zwar schon restauriert, aber war noch nicht so weit im Thema drin, wie ich es jetzt bin. Diese Fenster da vorne habe ich mit einer modernen Farbe gestrichen. Mit dieser Farbe wird alles gestrichen. Habe das wirklich nach Lehrbuch abgearbeitet. Ich habe die Lärche habe ich mit einem Nitro gewaschen, damit die Harze, das Öl herausgeht. In den ersten Millimeter, damit die Farbe hineingreifen kann. Dann hält sie sich besser an. Hab grundiert, hab die ganzen Anstriche so gemacht, wie es gehört. Konstruktiver Holzschutz, ich habe keine Ecken gelassen, alles abgerundet und so weiter und so fort. Und trotzdem blättert die Farbe ab. 5 Jahre sind die Fenster circa alt und sie gehören eigentlich schon wieder restauriert. Und dann habe ich wieder ein Fenster, das ist 4 Jahre alt. Das habe ich mit Leinöl gestrichen, auch nach Lehrbuch. Grundiert, 3 Farbanstriche, Zwischenschliff, letzten Anstrich dieses Standöl hineingegeben und dieses Fenster sieht aus wie neu. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal. Auf jeden Fall ist das
für mich quasi abgeschlossen, das Thema. Ich werde mit diesen modernen Farben für außen nichts mehr machen. Für innen ist es okay, da hat es nichts zu tun. Aber alles, was draußen ist, was wirklich was aushalten muss, kann man dieses ganze moderne Zeug eigentlich vergessen. Warum, weiß ich nicht. Es ist eben so. Jetzt habe ich das hier durchgeschnitten. Das Fries, wo das Schloss drinnen ist, der Schlosskasten. Also diesen Teil habe ich weggeschnitten, dass diese Löcher weg sind. Und das müsste ich auch ausflicken. Das wäre ja ein Wahnsinn. Jetzt ist das weg. Und hier mache ich eine Schichtung. Auf der anderen Seite habe ich mir das schon übertragen. Denn die Wangen hier, wo der Schlitzzapfen mir ansteht, sind nicht gleich abgesetzt. Das ist um 3 mm mehr Vorstand. Also übertrage ich mir das gerade, dass ich das dann später, diese Linie wieder gerade machen kann. So, und jetzt zeichne ich mir an, wie weit ich das schräg wegnehme. Je mehr, desto besser hält das Ganze natürlich. Und das schneide ich jetzt weg und das wird dann später wieder eingestemmt. Jetzt zeichne ich mir das Ende an und hier das Ende. Wenn ich mir das jetzt so aufdrehe, kann ich irgendwie, ja, zuerst reiße ich mir das so an und so. Und jetzt kann ich mir quasi den Zapfen anreißen und ich weiß später, wo durchgestemmt gehört und wo dann quasi nur mehr die Feder ist vom Zapfen. Also der ist ein Federzapfen. Das kommt weg und hier schneide ich das jetzt weg. Und hier kann man jetzt sehen, hier ist das Holz komplett gesund. Wenn ich das jetzt hernehme, das kann ich bewegen, weil es so abgemorscht schon ist. So, und jetzt nehme ich mir hier das. Es sind ein paar Flügeläste drin. Das ist dann sowieso gut, wenn ich mir das aufspalte. So, und jetzt lege ich mir das hier her, reiße mir das einfach an. Es ist wichtig auch eigentlich, dass man so ein langes Teil hat. Dann hat man mit der Hand eine Entfernung zum Sägeblatt, wenn man diese Schräge hier abschneidet. Denn so kann ich jetzt schneiden, ohne dass meine Hand in der Nähe ist. So, und jetzt mache ich das dann, dass ich das nochmal. So, und das leime ich jetzt genauso an wie bei der Schichtung, quasi bei der Schlagleiste. Leim rauf, Zwinge rauf und das war's. Und dann wird es nochmal durchgeschoben auf dieses Maß. Dann bin ich hier wieder gerade und kann die Verbreiterung wieder draufleimen. Die Überplattung, Schichtung, glaube ich, sagt man dazu, hat der Erich mir gesagt. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Habe ich hier wieder dieselbe Breite eingestellt und abgesäumt. Sitzt jetzt eine gerade. Jetzt kann ich das hier anleimen und mit dem neuen Fries quasi hopp, verleimen. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, dieses eine Teil hat so einen Bogen. Die Wölbung schaut nach oben jetzt und hier schaut die Wölbung jetzt auch nach oben. Vielleicht, dass ich das hier umdrehe, dann gleichen die beiden sich aus. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier unten mit meinem Strich bündig bin. Jetzt setze ich hier eine Zwinge an. Hier sollte ich entweder die Beilagen herlegen, damit ich die Friese dann nicht verletze. Damit es nicht durchhängt, bin ich überall bündig und jetzt kann ich Druck geben. Jetzt ist es wichtig, dass überall Leim herauskommt und dass ich so gerade bin, so ungefähr, dass ich sehe, ja, das passt. Jetzt habe ich mir hier am Zapfen das Langloch abgenommen und dann fräse ich das in das Fries. Also hier bin ich bündig und falls es dann nicht hineingeht, kann ich den Bohrer etwas nach unten drehen, bis der Zapfen passt. Und hier habe ich mir das schon angerissen. Ich werde hier etwas schräg, dass es so schräg ist, dass wenn der Keil drinnen ist, dass es festhält. Hier habe ich es auch schon angezeichnet. Das Fräsen ist jetzt an und für sich wie bei Teil 1
das erspeichere ich jetzt. Ich drehe auf und fräse einfach diesen Schlitz heraus. Also draußen geht jetzt der Wind momentan so stark, eh wurscht. Wir überspringen das jetzt und es geht zum nächsten. Was das nächste ist, das werden wir gleich sehen.